Als schwangere Arbeitnehmerin habe ich eine ganze Reihe von Rechten. Diese richten sich nach dem Mutterschutzgesetz. Und das Mutterschutzgesetz gilt nicht nur für schwangere Arbeitnehmerinnen, sondern es gilt auch für schwangere Frauen am Ausbildungsplatz und am Studienplatz. Was bezweckt denn das Mutterschutzgesetz? Wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört. Das Mutterschutzgesetz hat einen ganz elementaren und wunderschönen Zweck. Es schützt nämlich euch, eure Gesundheit und die des ungeborenen Kindes. Das ist ein ganz hohes Gut, das der Gesetzgeber durch ein eigenes Gesetz, das Mutterschutzgesetz, schützen will. Wie realisiert der Gesetzgeber das? Na, eins kennt ihr vermutlich schon, nämlich das absolute Beschäftigungsverbot rund um die Geburt. Wie war das nochmal? Ja, genau, 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt darf euer Arbeitgeber euch überhaupt nicht beschäftigen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach weiter vorn in der Zeit. Wir schauen mal, ihr arbeitet jetzt, ihr seid schwanger. Wie müssen da die Arbeitsbedingungen gestaltet sein? Der rote Faden, der sich durch das Mutterschutzgesetz zieht, ist der Auftrag an den Arbeitgeber, die gesetzliche Verpflichtung für Arbeitsbedingungen zu sorgen, die eure Gesundheit und die eures ungeborenen Kindes nicht gefährden. Was trägt der Gesetzgeber da zu dem Arbeitgeber auf? Ein paar Beispiele. Ihr dürft beispielsweise nicht mit Mehrarbeit belastet werden. Zwischen 2 Arbeitstagen müssen mindestens 11 Stunden Ruhepause liegen. Ihr dürft nicht mit Feiertagsarbeit, Schichtarbeit oder Sonntagsarbeit belastet werden. Es sei denn, ihr wollt das oder es gibt noch spezielle Ausnahmen, beispielsweise aufgrund der Branche. Aber immer dann, wenn eure Gesundheit gefährdet würde, dürfte euer Arbeitgeber euch dazu eben nicht heranziehen. Das heißt, da müssen wir eine Einzelfallbetrachtung machen, aber auch ganz wichtig, auch wenn der Gesetzgeber sagt, Feiertagsarbeit, Sonntagsarbeit und Schichtarbeit soll die Schwangere nicht machen, darf die Schwangere nicht machen, es sei denn, sie will das, ist mein Appell an euch, bitte keinen falschen Ehrgeiz, wenn ihr das Gefühl habt, dass solche Einsätze zu solchen Zeiten euch oder eure Gesundheit belasten, insbesondere auch die eures ungeborenen Kindes, dann solltet ihr das auch nicht tun. Hier gilt es dann, ins Gespräch mit dem Arbeitgeber zu gehen und insbesondere auch im Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt zu sein. Denn das Mutterschutzgesetz kennt neben dem betrieblichen Gesundheitsschutz auch nur ein Stück weit eine Art ärztlichen Gesundheitsschutz, nämlich in einer besonderen Ausprägung das ärztliche Beschäftigungsverbot. Sollte ein Arzt oder eine Ärztin feststellen, dass die Gesundheit gefährdet ist, nämlich eure und oder die eures Kindes, dann kann dieser Arzt, kann diese Ärztin sogar ein ärztliches Beschäftigungsverbot aussprechen. Beschäftigungsverbot, das steht im betrieblichen Kontext eigentlich ganz am Ende. Der Gesetzgeber hat sich überlegt, Mensch, du lieber Arbeitgeber, du musst gute Arbeitsbedingungen schaffen. Arbeitsbedingungen, die eine Gesundheitsgefährdung ausschließen. Deswegen musst du erstmal den Arbeitsplatz deiner schwangeren Mitarbeiterin analysieren, draufschauen, gucken, müssen wir den vielleicht umgestalten? Wenn der Arbeitsplatz umgestaltet wird, aber immer noch diese Gesundheitsgefährdungen bestehen, dann wäre der nächste Schritt, dass der Arbeitsplatz gewechselt werden müsste. Wenn auch so ein Arbeitsplatzwechsel zu keinen Ergebnissen führt, zu keiner Verbesserung führt und immer noch die Gesundheitsgefährdung im Raum steht, ja, dann müsste sogar ein betriebliches Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Das ist also schon mal eine ganze Menge, was der Arbeitgeber für Schwangere tut und insbesondere tun muss, nach dem Willen des Gesetzgebers. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, schwanger, ja, bei manchem Arbeitgeber ist das vielleicht gar nicht gern gesehen. Was ist denn mit meinem Arbeitsverhältnis insgesamt? Kann mein Arbeitgeber mein Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft kündigen? Nein, keine Sorge. Vermutlich habt ihr das auch schon gelesen und gehört. Während der Schwangerschaft bis zum Ablauf von mindestens 4 Monaten nach der Geburt besteht für den Arbeitgeber ein besonderes Kündigungsverbot. Das heißt, übersetzt, grundsätzlich darf euer Arbeitgeber in dieser Zeit euer Arbeitsverhältnis nicht kündigen. Er könnte sich zwar auf einen Ausnahmefall berufen, dann muss aber vorher ein behördliches Vorverfahren durchlaufen. Das heißt, bevor er euch die Kündigung überhaupt ausspricht, euch die Kündigung zustellt, müsste er von einer Behörde sich bescheinigen lassen, dass er überhaupt kündigen darf. Und es mag durchaus sein, dass die Behörde sagt, du darfst gar nicht kündigen. Was sind denn praktische Anwendungsfälle? Ein praktischer Anwendungsfall für so eine Ausnahme von diesem Kündigungsverbot wäre beispielsweise, wenn euer Betrieb in die Insolvenz gehen würde. Ansonsten sind die Anforderungen an solche Ausnahmen und das behördliche Vorverfahren für den Arbeitgeber extrem hoch, sodass man grundsätzlich sagen kann, während der Schwangerschaft bis zum Ablauf von mindestens 4 Monaten nach der Geburt habt ihr einen besonderen Kündigungsschutz. Aber Achtung,
Damit ihr in den Genuss dieses besonderen Kündigungsschutzes kommt, muss euer Arbeitgeber natürlich wissen, dass ihr überhaupt schwanger seid. Deswegen mein Tipp: Informiert euren Arbeitgeber bitte frühzeitig und professionell natürlich über eure Schwangerschaft. Mit professionell meine ich, dass euer Arbeitgeber euch nicht nur als Mutter wahrnimmt, als werdende Mutter wahrnimmt, sondern vor allem als Mitarbeiterin und Kollegin. Und informieren, das tut ihr am besten schriftlich und oder in einem persönlichen Gespräch mit einem entsprechenden Vermerk. Aber Achtung, ganz wichtig, wenn ihr schwanger seid, im laufenden Arbeitsverhältnis seid und euch jetzt eine Kündigung ins Haus flattert und euer Arbeitgeber bisher noch nicht weiß, dass ihr schwanger seid, dann müsst ihr innerhalb von 2 Wochen, spätestens innerhalb von 2 Wochen, euren Arbeitgeber darüber informieren, dass ihr schwanger seid. Nur dann kommt ihr rechtzeitig in den Genuss dieses besonderen Kündigungsschutzes. Jetzt lösen wir uns mal von Kündigung und Kündigungsverboten und gehen noch mal ein Stückchen nach vorne ins laufende, ins ungestörte Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft. Was liegt dabei regelmäßig an? Na klar, Vorsorgeuntersuchungen. Auch insoweit seid ihr als schwangere Arbeitnehmerin oder als Schwangere am Ausbildungs- und Studienplatz umfassend geschützt durch das Mutterschutzgesetz. Denn euer Arbeitgeber muss euch für die Vorsorgeuntersuchungen freistellen, sodass ihr diese auch insbesondere während der Arbeitszeiten wahrnehmen könnt. Im Ergebnis können wir festhalten, dass man als Schwangere in Deutschland umfassend geschützt ist, nämlich insbesondere als schwangere Arbeitnehmerin oder als Schwangere am Ausbildungsplatz und/oder Studienplatz. Und das geschieht durch ein eigenes Gesetz, durch das Mutterschutzgesetz, dessen höchstes Ziel es ist, eure Gesundheit und die eures Kindes zu schützen. Und wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Schwangerschaft und Geburt habt, dann schaut euch gerne unsere anderen Videos an und abonniert kostenlos unseren Kanal.